Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist frei von solchen Problemen. Er ist relaxed, er ist entspannt, er ist unglaublich erfolgreich. Herzlich willkommen, Gedeon Burkhardt. Herzlich willkommen, bitteschön. Danke dir. Ich hab neue Stühle. Wir haben neue Stühle, nein. Nein? Einer ist neu. Und der. Und da sitzt der jemand, oder? Hier sitzt Horst. Ja, Horst. Ja. Da spürst du, dass ein Stuhl neu ist? Ja, irgendwie an der Armlehne, weil die ist ganz komisch, weil hier hinten ist so hoch und da so nie. Ja, es ist aber eigentlich dasselbe Design, denn wir wollen ja nicht so radikal verändern, um niemanden zu irritieren. Hast du Probleme mit Migräne? Nein, zum Glück nicht. Nie gehabt? Nie gehabt. Keine Kopfschmerzen, nix? Nur Kopfschmerzen ab und zu, aber das ist meistens Folgeschäden vom Abend vorher. Also du weißt dann, woher es kommt, häufig wahrscheinlich Alkohol. Rauchst du? Ja. Ja. Treibst du Sport? Selten. Selten. Und trotzdem wirkst du so fit und durchtrainiert. Ja? Das ist das Alter. Bitte? Das ist das Alter. Das ist ja Fishing. 30 Jahre alt geworden im Sommer. Ja? Groß gefeiert? Sehr groß gefeiert, ja. Wo? Im Praterpark. Das ist ein öffentlicher Park in Wien. Und in Wien? Ja. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber erzähle bitte. Ich habe da ein Picknick gemacht. Der Praterpark wurde irgendwann mal vom Kaiser, vom letzten Kaiser, dem Volk geschenkt. Und da habe ich dann dort viele Decken gekauft, Picknick gemacht. Alle Freunde konnten den ganzen Nachmittag kommen, saßen in der Sonne, haben mit Wasserpistolen irgendwie uns gegenseitig bekämpft und Volleyball, Federball gespielt. So einfach ein schöner Nachmittag. Was gab es zu essen? Alles Mögliche. Es gab, ich hatte da irgendwelche Leute, die kamen und haben für uns gegrillt. Und also alles, aha, was man so ein Catering kann. Ja. Ja? Funktioniert das im Freien? Kommt da nicht dauernd dann andere her und wollen auch mitessen? Oder wenn die dich erkennen und sagen so, geh Burkhardt, gib mir Würstel oder so. Ja, wir hatten ein paar Kinder, die kamen, aber wir hatten genug, wir haben dann auch gerne verteilt. Ja. Und wie viele Leute waren da? Puh, weiß nicht, 50 oder sowas. Also doch schon eine relativ große Veranstaltung. Oh ja. Ja? Jetzt lebst du, das muss man sagen, als Ausländer in Wien. In diesen Zeiten. Und zwar, du bist ein Deutscher, in München geboren. Ja. Und wir kriegen das ja hier nur in den Medien mit und so weiter. Diese, ich würde sagen, doch auch Panik, die da zum Teil gemacht wird und diese leichte Hysterie. Wie ist das in Wien zurzeit? Nur weiß ich nicht, ich als Ausländer bin wahrscheinlich wie alle anderen Ausländer dort besorgt. Man wird sich jetzt das anschauen, was jetzt wirklich politisch passiert. Und sonst ist es eigentlich eine ganz aufregende Zeit, weil durch die Demonstrationen jeden Tag ist immer was los. Ist natürlich dort ein Feeling in der Stadt, was man sonst nicht kennt. Also ich habe nie Demos miterlebt und das ist natürlich schon irgendwie spannend. Ja, sind die gewalttätig, diese Demos? Es gab Ausschreitungen an einem Abend und seitdem nicht mehr, worüber ich sehr froh bin, weil, wie gesagt, also ich bin der Meinung, die Polizisten können wenig dafür. Und dann sich die Polizisten auszusuchen als Ersatz für Herrn Haider, finde ich nicht ganz richtig. Aber das ist ja, wir kriegen es ja nur im Fernsehen mit. Also sind sehr viele Leute auf der Straße oder ist es eher eine kleine Gruppe? Das schon. Nee, schon ziemlich viel und es wird im Moment eigentlich immer mehr. Also es ist nicht so, dass nachdem die Angelobung war, das weniger wurde, sondern es wurde immer mehr und es ist jeden Tag weiter, wird demonstriert, sehr friedlich. Und ja, also ich bin sehr froh, dass das passiert. Das setzt natürlich Zeichen. Das glaubst du, bewirkt was, ja? Ich weiß nicht, ich glaube im Land und auch für den Rest der Welt setzt das Zeichen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht mit der politischen Situation einverstanden sind. Und die aber, das ist natürlich nur die Gegner, die demonstrieren, die anderen, zum Beispiel die 27%, die gewählt haben, die demonstrieren nicht und sagen für das Wahlergebnis. Also es sind Anti-Haider-Demonstrationen. Ja, also bis jetzt sind auf jeden Fall keine Gruppen aufeinander getroffen jetzt in dem Sinne, nein. Dreht ihr denn in Österreich, der Kommissar Rex, oder dreht ihr das in Deutschland? Ja, das ist Wiener Kriminalpolizei, ja. Ja, wir alles, das wird ausschließlich in Österreich gedreht. Ausschließlich in Wien eigentlich, ja. Aber das ist ja natürlich abgedreht, die Folge, das heißt, da spricht man gar nicht drüber oder spricht man da unter Kollegen auch drüber? Über die Vorkommnisse. Wie jetzt? Über die Wahlergebnisse, über Haider. Nein, nein, nicht innerhalb der Serie. Bitte keine Politik in Unterhaltungssendung. Aber das wäre aber was. Du Rex, Forst in Kärntner. Ja. Ich glaube, das wäre aber mal interessant, wie das wäre in einer Unterhaltungssendung, in so einer Serie, wenn das eingearbeitet würde, oder? Ja, das ist ja immer schwierig mit der Aktualität, weil, wie gesagt, natürlich die Folgen, die jetzt kommen, haben wir das ganze letzte Jahr gedreht. Und wenn wir jetzt drehen, kommt ja das nächste Jahr. Und deswegen, man kann es natürlich. Gut, und die Zuschauer wollen das natürlich auch, muss man sagen, in so einer Serie eigentlich nicht sehen. Ich entscheide es auch nicht. Also das ist wirklich Sache der Produzenten. Ja. Das sind teilweise auch gefährliche Szenen drin. Für dich körperlich, machst du die selber oder hast du einen Double? Naja, es kommt darauf an, solange es die Versicherung erlaubt und ich mir es physisch zutraue, mache ich selber. Ja. Und
ja, dann gibt es einfach Sachen, die ich einfach gar nicht machen darf und ich auch nicht tun würde. Zum Beispiel, was ist Spezialisten. Das? Als Ausländer ja, klar, durch Wien gehen es, oder es was? Gibt irgendwann weiß ich nicht, es gibt Autostunts oder es gibt halt einfach Stunts, die eine gewisse Gefahr in sich bergen und dafür gibt es Spezialisten, denen möchte ich auch die Arbeit nicht wegnehmen. Ja, ja. Das ist sehr kollegial gedacht. Ich meine, du bist ja auch, das muss man ja ganz klar sagen, Kommissar Rex war immer schon eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Serie in Sat 1. Aber es ist nochmal bei den Zuschauern in der Gunst gestiegen, seit du das spielst und es ist erwiesen, durch die, auch durch die Werbeforschung, es sind vor allem die Frauen, die deinetwegen schauen. Und jetzt haben wir den Boulevard-Gazetten entnommen, du bist wieder Single, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Das heißt, du sitzt abends alleine zu Hause, schaust, leide. Die einzige Abwechslung sind die Demos vor deinem Haus. Ja. Ja. Reagieren Frauen da verstärkt, wenn sie plötzlich mitkriegen, der große Frauenschwarm im Fernsehen ist allein? Etwas verstärkter. Ja, wenn ja? ich mal ausgehe oder sowas, trauen sie sich schon direkter auf mich zu als früher, als ich ganz offiziell Das heißt, wie ist das, wenn Frauen direkter auf dich zukommen? Ich weiß nicht, die kommen halt an und quatschen mich an. Ja, sehr direkt oder eher verschlüsselt im Sinn von, huch, mein Kaffee ist runtergefallen oder so. Verschieden. Ja. Verschieden. Du bist aber solo. Ich bin solo, ja. Auch allein? Auch allein. Ab und zu. Verstehe. Du möchtest auch nicht in nächster Zeit wieder eine feste Bindung eingehen oder? Weiß ich nicht, das ist eine komische Situation, nachdem man jetzt länger in einer Beziehung war, ist auf der einen Seite ist man ab und zu eben allein und dann auch wirklich ein bisschen einsam, vermisst natürlich diese Geborgenheit. Auf der anderen Seite, habe ich letztens jemanden kennengelernt, der mir so richtig gut gefallen hat und ich bin nach Hause und gesagt, ja, rufe ich die jetzt an oder ich weiß es nicht, weil ich eigentlich fast Angst davor hatte, mich jetzt wieder zu verlieben. Ich sage irgendwie, das bin ich so weit. Das ist ja bei uns Männern oft so. Ja, ist ganz komisch, also vielleicht bin ich noch nicht so weit, ich weiß Nein, es aber nicht. Nein, aber diese Angst, sich zu verlieben, das ist der Grund, warum wir oft zu verkrampft auf Frauen zugehen. Ja. Ich kenne es von mir. Ja, dass man da nicht anruft und sagt irgendwie, aber das wäre schon eine Frau. Ruf ich lieber die an, die mir eigentlich nicht so wirklich gefällt. Ist das so? Damit hast du dich jetzt, glaube ich, bei den einen oder anderen Werner Bubberln beliebt gemacht. Der alte Lunk, mich hat er angerufen gestern. Der blöde Hund. Ja. Gut, aber du bist ein Charmeur und du kannst es dir auch leisten, so umzugehen. Wahrscheinlich lächzen Frauen danach auch von dir irgendwie vergessen zu werden oder die Nummer zu geben. Und peinlich zu werden. Ja, irgendwie sehen dann, wie du im Rausgehen aus der Kneipe die Nummer wegwirfst oder so. Du spielst Golf? Ich spiele Golf, ja. Ja. Ist das nicht ein Sportart eher für den älteren Herrn? Wird behauptet, vor allem von dir, aber für mich ist es einfach Entspannung. Es ist, ich käme nie auf die Idee, 4 Stunden lang spazieren zu gehen und mit dem Golfschläger in der Hand schon, weil da kommt ein bisschen Aufregung dazu, da kann ich mich richtig schön aufregen, wenn der Ball nicht dahin geht, wo er soll. Also irgendwie ist man beschäftigt und trotzdem an der frischen Luft. Ja, und du betreibst dich schon aber ehrgeizig oder sagst du, bin in der frischen Luft, ob ich jetzt da treffe oder nicht, ist eigentlich auch egal. Ich versuche eigentlich locker zu bleiben und zu sagen, es ist mir wurscht, ob ich treffe, weil erstens verdiene ich nicht damit mein Geld und zweitens möchte ich mir den Spaziergang nicht verderben. Und es ist natürlich dann auch ja, Training für den Kopf, Training fürs Gemüt, dass man sich nicht drüber aufregt, sondern einfach zum Ball geht und das nächste Mal schlägt, als ob nichts gewesen wäre. Ja. Weil wenn du dich aufregst, verkrampfst du und dann geht er wieder irgendwo ganz woanders hin. Hast du eigentlich gemerkt, als du 30 geworden bist, dass es so ein bisschen was verändert hat in deinem Leben? Also hast du das Gefühl gehabt, naja, jetzt ist eigentlich die Jugend abgeschlossen oder denkst du, jetzt kommt erst so das richtig tolle Jahrzehnt? Für mich, ich habe mich eigentlich immer gefreut darauf, 30 zu werden, weil ich gesagt habe, das ist das Jahrzehnt für mich von den Rollen her. Das hat mit der Arbeit zu tun. Ja. Ich sag, jetzt bin ich einfach in einem Alter, wo ich so ziemlich alles, jeden Beruf spielen kann. Man nicht mehr fragt, na, ist er jetzt vielleicht noch zu jung für den Anwalt oder für diesen Job oder den Job. Also dadurch sind mir natürlich viel mehr Charaktere offengestellt. Und deswegen ist das eigentlich so die Dekade, auf die ich mich gefreut habe. Auf der anderen Seite ist auch etwas eingetreten, dass ich das erste Mal darüber nachgedacht habe,
wie lang ein Leben eigentlich ist. Vorher habe ich nicht drüber nachgedacht, hat man einfach so vor sich hingelebt. Und dann irgendwann kam das erste Mal der Gedanke, ach so, ja, jetzt bin ich 30, also gut, wenn ich Glück habe, dann habe ich nochmal gute 30 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber plötzlich sagt man, ah ja, es ist vielleicht die Hälfte rum oder sowas. Und plötzlich oder drei Viertel? Anders. Oder drei Viertel. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Na gut, ich meine, es könnte auch fast alles um sein. Ich muss machen nachher noch fliegen, also wir wollen es nicht verschreien. Ja, es gibt naive Menschen, die sagen, mein Gott, jetzt bin ich 40 und so, bald ist die erste Hälfte rum. Mhm. Und ja, sagen wir irgendwie, okay. man weiß es nicht, man weiß es ja, weiß definitiv. Aber man hat den Gedanken, hatte ich vorher nie, also das war ganz interessant. Ja, aber plötzlich stellt man so um sich rum fest und so, hoppla, das Thema betrifft einen irgendwie persönlicher. Ja, also ich fühle mich eigentlich dadurch freier, weil ich da plötzlich gesagt habe, naja gut, also wenn es nur noch so viel Zeit ist, muss ich eigentlich nicht mehr wirklich auf das hören, was andere Leute mir sagen, wie ein Leben richtig gelebt wird, sondern ich kann es eigentlich so leben, wie ich will, weil wegen den 30 Jahren, die 30 sind auch ziemlich schnell rumgegangen. Wofür wir es tun, wissen wir sowieso nicht. Also was soll ich da auf andere Leute hören, sondern höre ich lieber in mich hinein. Also das ist aber keineswegs pessimistisch. Ich glaube, dass du mindestens 90 wirst von der Anlage. Du bist viel an der frischen Luft. Du wirst von Hunden und Frauen gejagt. Siehst du? Und du hast die richtige Einstellung. Ja. Ja? Gedeon, es war schön, dass du wieder bei uns warst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke dir, mein Lieber. Danke dir.